Und jetzt wollen wir solche Linien auch mal zeichnen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese Linien zu erzeugen. Der Netzplan an sich arbeitet damit, dass er extrem geometrisch aufgebaut ist und so für uns die Informationen so transportiert, dass wir sie leicht aufnehmen können. Würde das Ganze jetzt wie ein Teller Spaghetti aussehen, wäre es sicherlich nicht hilfreich, wenn Sie im Zug stehen und gucken sich das an und verpassen eine Haltestelle nach der nächsten, weil Sie sich einfach nicht zurechtfinden. Deshalb ist es ganz gut, die Linien gefällig zu zeichnen. Und das, was sich hier anbietet, was wir hier nutzen können, ist einmal der sogenannte B-Spline und einmal die sogenannte Bézier-Kurve. Ich habe hier mal so Muster eingezeichnet, die jetzt nicht unmittelbar was damit zu tun haben, aber die uns zeigen, was bei den beiden Elementen passiert. Ich fange mal mit dem B-Spline an. Bei dem B-Spline ist es so, dass Sie an einem Punkt anfangen, auf den nächsten Punkt klicken und dann, während Sie die Maus weiter bewegen, wird schon die Kurve erzeugt. Deshalb habe ich Ihnen diese gestrichelte Linie darunter gepackt, damit Sie sehen, was da passiert. Und wenn ich jetzt hier oben mal klicke und Return drücke, dann sehen Sie, dass ich anhand dieses Klickens, was bei der Linie, die Sie später ja nicht haben, aber sehen Sie, wie sich die Kurven gebildet haben. Das ist eine sehr gefällige Art, das Ganze zu zeichnen. Und wenn wir jetzt hier sagen, du sollst jetzt die S1 sein, gehen wir einfach auf unsere Linie S1, machen Doppelklick drauf und schon haben wir die erste Linie erzeugt. Damit geht das Ganze ja los. So, wir haben jetzt als zweites Werkzeug, das sich hier sehr gut eignet, haben wir noch die Bézier-Kurve. Dafür habe ich Ihnen jetzt hier diesen gleiche Vorgabe nochmal hingegeben, damit Sie sehen können, wie sich das Ganze verhält. Bei Bézier-Kurven ist es ja so, dass Sie einmal einfach nur klicken können oder Sie können klicken, die Maustaste gedrückt halten und eine sogenannte Hantel rausziehen. Und da sehen Sie jetzt auch schon den Unterschied, wie sich das Ganze aufbaut. Ich klicke jetzt hier mal aufs nächste und ziehe eine Hantel raus. Jetzt Abschluss entweder mit einem Klick oder ich kann auch wieder eine Hantel rausziehen und das Ganze dann so liegen lassen. Da sehen Sie schon zwei unterschiedliche Möglichkeiten, diese Linien zu zeichnen. Es bietet sich beides an, je nachdem, wie Sie es brauchen. Und ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie das einfach mal da üben, wenn Sie diese Elemente noch nicht so eingesetzt haben. So, da machen wir jetzt mal eine U2 draus und schon haben wir hier gefällige Linien. Das, was wir jetzt vermeiden wollen im weiteren Fortgang, ist, dass wir hier so Ecken drin haben, wo einfach mal irgendwo das so abknickt, sondern es soll ja so sein, Züge fahren ja meistens keine 90-Grad-Kanten, sondern es sind ja immer geschwungene Linien. Und wenn das jetzt nicht funktionieren würde und nicht richtig umgesetzt würde, dann wird es einfach nicht glaubwürdig rüberkommen, dass das so ein Plan ist und da wird man auch mit dem Auge dran kleben bleiben. So, wir wissen also jetzt, wie wir diese Linien erzeugen können.